Ja, neue Woche, ein neuer Tag aus dem Homeoffice der Deichstube, dieses Mal wieder aus meinem. Hallo zusammen. Und die Nachrichtenlage rund um den SV Werder Bremen, die war heute vergleichsweise in diesen Tagen durchaus üppig. Das kann man gar nicht anders sagen. Das ging heute Morgen los mit einer Mixzone, wieder mit einer Online-Mixzone mit Leonardo Bittencourt. Und der hat, ja, wenn man so will, mit einer Art Vorurteil aufgeräumt, nämlich mit der Vorstellung, dass viele Fußballprofis in diesen Tagen zwar ihre individuellen Trainingspläne abarbeiten, aber ansonsten zu Hause doch ziemlich viel Zeit haben zum Serie gucken, Videospiele zocken und so weiter. Und das mag für den einen oder anderen sicherlich zutreffen. Bei Bittencourt ist das nicht der Fall. Und das hat einen ganz besonderen, einen sehr erfreulichen Grund. Der 26-Jährige erwartet gemeinsam mit seiner Ehefrau in wenigen Tagen im April das zweite gemeinsame Kind. Und ja, dementsprechend stark eingebunden ist er zu Hause als Vollzeitpapa gerade, wenn man das so nennen will. Das hat er berichtet, dass er morgens mit der Familie natürlich früh gemeinsam frühstückt, dann mit der kleinen, knapp zweijährigen Tochter gemeinsam im Garten spielt. Wenn die dann Mittagsschlaf macht, spult er schnell sein Trainingsprogramm ab, damit er fertig ist, wenn die Tochter wieder wach ist. Und dann wird weitergespielt und er sagt, abends um 8 liegt die Tochter im Bett und nicht viel später dann auch er, denn ja, am nächsten Tag ist der nächste Sonntag und ja, wenn wir ehrlich sind, irgendwie fühlen sich diese Tage für viele von uns ja gerade wie immer wiederkehrende Sonntage an. Bittencourt jedenfalls, das hat er klar betont, hat gerade überhaupt keine Zeit zum Serie gucken oder vergleichbaren Dingen. Und für noch was hat er keine Zeit oder zumindest kein Interesse daran, nämlich großartig über seine sportliche Zukunft zu reden. Wir erinnern uns, er ist nur ausgeliehen von der TSG Hoffenheim, Werder allerdings mit einer Kaufpflicht im Falle des Klassenerhalts. Ob es dazu jetzt kommt, sportlich oder ob die Saison überhaupt fortgesetzt wird, all das steht in den Sternen und deswegen schiebt Bittencourt dieses Thema auch ganz weit weg und sagt, das ist jetzt gerade nicht das, worüber ich mir Gedanken mache. Es geht jetzt darum, dass wir durch diese Viruszeit so gut es geht kommen und wenn die Saison dann fortgesetzt wird, und davon geht er aus, das hat er klar gesagt, hat er das große Ziel, mit Werder den sportlichen Klassenerhalt zu schaffen. Das eindeutig und ja, total im Vordergrund. Ähnlich hat sich auch Milot Rashica geäußert, von dem es heute ein großes Interview über den beim Sportinformationsdienst erschienen, das ihr unter anderem auch bei uns natürlich in der Deichstube lesen könnt. Und Rashica hat auch nach Fragen, dem wurden natürlich auch Fragen zu seiner Zukunft gestellt. Und ja, der hat sich natürlich auch nicht irgendwie klar bekannt, weder zu Werder noch irgendwie vielleicht sogar schon zu einem anderen Club. Nein, natürlich nicht. Das Einzige, was er gesagt hat, sollte ich den Verein im Sommer verlassen, dann wird der nächste Schritt ein wohlüberlegter sein, denn Rashica will Rocket, Rakete, sein Spitzname, da passt das, hoch hinaus, dauerhaft, regelmäßig Champions League spielen, sich mit den Besten messen, das ist sein Ziel und daran anknüpfend auch der ganz große Traum, mit dem Kosovo an der EM teilzunehmen. Eigentlich würden in diesen Tagen die wichtigen Qualifikationsspiele, die Playoff-Spiele für das Turnier anstehen, das ist ja alles flachgefallen, das Turnier selbst ja auch verschoben ins kommende Jahr. Und dann gibt es noch, ja, gute Nachrichten von Davy Selke. Da haben wir vorhin mal nachgefasst, denn der hat sich ja vor knapp 2 Jahren im Hertha-Training einen Riss des Lungenfells zugezogen. Und jetzt in Corona-Zeiten, Covid-19, Lungenkrankheit, da weiß man ja nicht so ganz genau, gehört er jetzt zur Risikogruppe oder nicht. Entwarnung, er gehört nicht dazu. Diese Verletzung ist vollständig auskuriert. Selke hat da überhaupt keine Probleme mehr mit, muss also nicht mehr auf Dinge achten, als es alle anderen gesunden Menschen auch tun. Und sitzt natürlich auch zu Hause mit Werder im Homeoffice und ja, arbeitet seine Trainingspläne ab. So wie auch wir, nur ohne Trainingspläne, dafür mit noch einigen zu schreiben. Und alles das, was es ja an berichtenswerten Dingen im Laufe dieser Tage gibt, erfahrt ihr wie gewohnt am Abend aus dem Homeoffice der Deichstube.